Ja Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Tiny Aura und ihr seht schon, ich befinde mich heute an einem besonderen Ort, denn ja, es wird langsam mal Zeit, hierher zu gehen. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, glaube letzte Folge oder so, ich möchte euch etwas zeigen und ja, da werde ich gleich mal in die Kiste da hinten gucken. Und ja, da werde ich auch noch ein paar Themen ansprechen, zum Beispiel, ja, mache ich erstmal hier ein bisschen Tag, ne, das kann ich ja auf anderen Servern zurzeit nicht, weil ich da immer kein OP habe, aber das hier ist zum Glück immer noch der gute alte Aeterno-Server, hier braucht man auch keinen durchgehend laufenden, ja, das hat eigentlich immer gut funktioniert, ne, aber wahrscheinlich liegt das bei Tiny Craft Attack an der Welt oder so, dass das dann nicht mehr ging, und deswegen haben wir dann eben den anderen Server genommen, aber ihr wisst ja selber, es ist übel stressig, ne? Ich hatte ja in den Videos schon gesagt, und dass ich da zurzeit keine OP habe, das nervt mich auch sehr. Aber gut, davon nur abgesehen, wir gucken jetzt einfach mal hier in die Chests. Da haben wir nämlich drei Dias noch drin, die hatte ich am Anfang versteckt tatsächlich von der Serie, weil ich mir dachte, so okay, kann man mal machen, ne? Warum nicht? Und ja, deswegen habe ich das so gemacht. Da wollte ich nämlich mir dann eine Spitzhacke craften können, um mir dann einen Enchantment-Table zu holen später. Aber das Problem ist einfach, dass das nicht möglich ist, weil wir kein Obsidian kriegen, so viel, und vor allem kriegen wir auch keine Kühe für Leder, die wir für ein Buch bräuchten. Und ja, deswegen wird das extrem schwierig, ne? Vielleicht können wir es aber irgendwie anders benutzen, die drei Dias noch. Aber eigentlich gehören sie ja nicht zum Spiel. Gut, die anderen beiden, die ich versteckt hatte, auch nicht, ne? Ich hatte ja insgesamt alle fünf versteckt und ja, das bedeutet, die könnten wir theoretisch alle wegwerfen, weil brauchen tun wir sie nicht so dringend jetzt, ne? Muss ich ja dann doch sagen. Ich tue sie vielleicht einfach mal hier rein und ja, dann ist auch gut, ne? Mal schauen, vielleicht, ja, braucht sie noch irgendwer. Aber zurzeit spielt sowieso keiner mehr, ne? Außer mir, ich bin irgendwie der Letzte. Ich habe nämlich jetzt extra so lange gewartet, bis ich jetzt letztendlich aufnehmen muss heute, weil sonst kann ich keine Videos hochladen. Ich muss das nämlich dann jetzt bald hochladen, ne? Weil ich zurzeit ja schon da angekommen bin jetzt. Also wir haben jetzt Mitte August und ja, ich bin jetzt schon bei Ende Dezember angekommen mit Hochladen Videos und ich lade ja immer in der gleichen Reihenfolge hoch, was auch dazu dient, dass ich einfach ein bisschen mehr Übersicht habe. Und ja, deswegen muss ich halt schauen, dass ich die Videos jetzt hier schon aufnehme, weil ich die anderen Videos, die danach kommen, die ich schon aufgenommen habe, nicht jetzt schon vorher hochladen will, ne? Weil sonst kommt alles durcheinander und ich krieg gar nichts mehr mit und peile nichts mehr, was die Vorproduktion und so angeht. Da habe ich keinen Bock drauf und ja, deswegen auf jeden Fall so. Und das ist halt blöd, ne? Da habe ich jetzt keine Gäste, weil ich nicht mehr warten kann. Nekrug hat halt keinen PC zurzeit. Da muss noch richtig lange jetzt erstmal, also ist erstmal im Urlaub, ne? Dann muss er den PC nochmal neu aufsetzen, dann hat er wieder Schule und Stress und keine Ahnung. Das dauert also noch, bis Nekrug wieder bereit ist. Und warum sind hier Zauntore, Alter? Das wusste ich noch gar nicht. Ja, und bei Street, na gut, Street ist gar nicht drin im Projekt. Duckfish hatte ich mal eingeladen ins Projekt, ne? Da war mal die Rede davon, aber der hat sich dann nicht mehr gemeldet. Also den habe ich dann auch nicht in die Beschreibung gepackt oder so. Der war dann nicht offiziell drin. Ich hatte ihn nur mal gefragt und er hat gesagt ja. Und ja, dann ist halt nichts mehr entstanden, ne? So, und naja, da ist er für mich dann auch nicht drin im Projekt. Red Tiger war noch drin. Ich weiß nicht, ob die irgendwann mal online kommt. Ich glaube nicht. Die hat das Projekt auch mehr oder weniger vergessen. Dann Dauzocker L hatte jetzt auch ewig nicht die Möglichkeit und hat auch noch ein paar Wochen, also jetzt anderthalb Wochen oder so noch, ja, da kann ich an PC. Ja, das wollte ich sagen und das ist halt ein bisschen doof. Da können wir auch nicht aufnehmen oder so. Und ja, wer ist noch drin? Yola SG-Man. Ja, ich weiß nicht, wir haben schon so viel aufgenommen, ich will ihn nicht nerven. Nicht, dass er dann irgendwie, ja, ich glaube, er hat halt keinen Bock auf Minecraft so und ja, oder auf Minecraft nicht, aber ich weiß nicht. Ob er auf Aufnehmen so viel Bock hat, ich weiß nicht. Na, ich will ihn nicht noch so viel nerven. Ich habe ja mit ihm auch schon viel aufgenommen. Und ja, wenn er jetzt nicht von sich aus sagt, ich will hier weiterspielen, dann ja, ist es halt so. Und hat ja auch schon seine Folgen gelöscht irgendwie auf seinem Kanal, die er hochgeladen hat, was ich auch nicht verstanden habe. Weil er lädt sie hoch und einen Monat später sind sie wieder weg. Das verstehe ich nicht. Warum? Ja, warum? Das ist einfach nur so richtig sinnlos. Ja, das fand ich halt auch sehr schade und ja, das zeigt mir auch, dass er ja nicht mehr so richtig Lust drauf hat hier alles, ne? Und naja, ich weiß halt nicht.
So, ansonsten, wen gibt's noch? Hier, wer ist noch ein Projekt? Ja, auf jeden Fall haben die alle keine Lust so richtig, ne? Hier weiterzumachen oder aufzunehmen oder sowas. Ich habe neulich noch mal gefragt und da hat wirklich keiner geantwortet, ne, in der Gruppe. Und ja, da war die Sache für mich dann auch erledigt, würde ich sagen. Cursed Dex ist ja auch ausgestiegen nach kurzem damals und naja, deswegen, ja, das hat sich dann auch erledigt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, das ist irgendwie auch ein bisschen komisch gewesen, aber nun gut. Weil er wollte halt eigentlich erst mitspielen, aber dann ist er wegen Dauer zur KL ausgetreten. Und ja, ich weiß nicht, ob er auf Vanilla auch allgemein so Bock hat. Cursed Dex, da spielt er immer eher so Modpacks, wenn dann. Und ja. Na gut, obwohl Minecraft Tech 5 will er auch noch machen, ne? Ist ja auch Vanilla. Nur Kyojin hatte mal keinen Bock mehr auf Vanilla, stimmt, so war's. Ja, ist aber auch egal. Ja, jedenfalls werde ich dann wahrscheinlich diese und nächste Folge alleine aufnehmen. Also diese sowieso, ne, wie ihr merkt. Aber auch die nächste. Aber ich habe mir schon was einfallen lassen, was ich da machen kann, auf jeden Fall. Und ja, ich denke mal, das wird ganz cool. Da haben wir einen guten Abschluss fürs Projekt. Und ja, ich werde dann nochmal alles erklären, wie es dann weitergeht. Ich werde dann nämlich wahrscheinlich das ein oder andere Mal noch in einem anderen Projekt ein paar Ausschnitte von diesem Projekt hier zeigen. Wie es dann weitergeht, wenn ich mit Nekrog und so auch wieder aufnehme, ne? Weil er kann ja dann noch, ne? Er würde wahrscheinlich das Projekt dann noch beenden wollen oder so und ja, da kann ich mit ihm dann auch nochmal das unterbringen, allerdings nicht mehr im Tiny Aura Format, sondern in Tiny Craft Attack wahrscheinlich, würde ich sagen und ja, ist halt einfach besser an der Stelle. Ja, aber das werden wir sehen. Dauert sowieso noch ein bisschen, also kann ich noch nicht so viel zu sagen und ja, ansonsten starten ja dann sowieso noch ein paar andere Projekte, wo ich auch schon übelst Bock drauf habe eigentlich. Ja, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall hier haben wir dann jetzt noch das Haus fertig gebaut, was ihr schon die ganze Zeit seht. Aber erst jetzt komme ich dazu, darüber zu sprechen und mir fällt noch auf, ich muss noch Birken-Slaps machen. Mache ich mal kurz, würde ich sagen. Warum habe ich überhaupt so viele Workbenches? Ich weiß es nicht. Ja, alles klar, dann kommt das da rein. Naja, ich mache dann mal hier oben. Muss ich mich doch wieder hochstacken, na ja, geil, ne? Dann mache ich mal da was hin. Genau, und oh shit. Das wollte ich jetzt nicht. Ey, jetzt mache ich schon wieder eine Treppe, weißt du? Das ist so übelst schlimm. Ich habe die gerade abgebaut, ey. Das ist nicht mehr normal. So. Ah ja, hier habe ich nämlich dran gedacht, nur an der einen Stelle irgendwie nicht. Weiß nicht wieso. Ja. Jedenfalls sollte das Haus jetzt so an sich erstmal fertig sein. Ich habe noch ein bisschen was umgebaut hier am Dach. Weil mir das vorher absolut nicht gefallen hat, wie das hier so abgeschnitten aussah. Und auch hier diese Pfeile habe ich nochmal auf allen Seiten ordentlich gemacht. Ja, und ich finde, jetzt sieht es schon ganz passabel aus, ne? Muss ich ja sagen. Und ja, dann gucken wir mal. Ja, ich gehe noch einfach mal hier rein und guck mal, was hatte ich denn hier noch stehen. Haus fertig und Geheimnis enthüllen. Gut, das Geheimnis haben wir jetzt enthüllt. Hier drinnen übrigens habe ich auch mal alles aufgeräumt. Der ganze Cobblestone, der hier drin stand, ne? Den, ja, habe ich mal abgerissen. Also ich war offscreen schon noch aktiv, ne? Und für mich ist das Projekt auch nicht beendet gewesen oder so. Auch wenn ich jetzt lange nicht aufgenommen habe, ne? Ihr habt ja sowieso nichts davon mitgekriegt. Für euch kamen die Folgen jede Woche. Aber, ja, so insgesamt hat sich das schon so ein bisschen angefühlt, als wäre es vorbei. Allerdings habe ich immer wieder versucht, ja, Aktivität wieder reinzubringen und wieder ein bisschen was zu machen und sowas. Aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Ja, das Projekt ist irgendwie so richtig, ja, dann doch abgestorben oder so, keine Ahnung. Ich will nicht sagen gefloppt, am Anfang war es cool eigentlich, ne? Die erste Zeit, mit Nekrog auch und Dauerzocker L, die erste Aufnahme zum Beispiel. Aber es war irgendwie sehr kurz, diese Zeit, wo es noch im Hype war, sag ich mal, ne? Und ja, einiges hat auch nicht so funktioniert, wie wir das uns vorgestellt haben. Zum Beispiel die Mobfarm hat ewig gedauert zum Bauen und hier unten ist auch noch nicht alles optimiert. Ich weiß nicht, ob Nekrog das noch machen will. Kann ja sein. Er hat ja hier das erstmal ein bisschen angefangen wieder. Aber ja, keine Ahnung, ob er da noch Lust drauf hat, hier großartig was im Projekt zu machen. Vielleicht beendet er es dann einfach so, ohne jetzt großartig hier ja noch was fertigzustellen. Ich weiß es nicht genau. Werden wir dann sehen. Jedenfalls, ja, die Frage ist halt, was kann man hier im Projekt noch machen so? Also, ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ein paar Ideen habe ich schon für die letzte Folge dann letztendlich.
was ja aber auch nicht das Ende des Projekts komplett bedeutet, weil wie gesagt, ich werde danach noch etwas aktiv bleiben und den Server auch noch so lassen, wie er ist. Also den werde ich dann nicht irgendwie neu verwenden direkt oder so. Und ja, da ist die Frage, was machen wir vielleicht nächste Folge noch? Weil ich könnte da ein paar mehr Sachen unterbringen, eventuell. Ah, ich muss mal schauen. Vielleicht fällt mir was Gutes ein. Ja, ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal hier das Video. Was kann ich denn mal als Thumbnail nehmen? Ach, ich habe eine Idee. Ich mach das kurz. Ja, das ist doch irgendwie mal ein krasses Thumbnail, finde ich, ne? Jetzt habe ich mal die Render-Distanz extra hochgestellt. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, dann tschüss.